Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guess the Rank. Heute gibt's mal wieder drei super spannende Runden für euch, die auf jeden Fall für Gesprächsstoff sorgen werden. Und ich möchte ab jetzt gucken, dass ich die Mittwochsfolge alleine aufnehme, weil ich mich da wirklich auch mal auf das Replay konzentrieren möchte und vor allem den Leuten auch mal Tipps näher bringen möchte, sowie einfach die Aktionen besser analysieren möchte. Deswegen mittwochs immer alleine, sonntags mit einem Aufnahmepartner, wo wir ein bisschen mehr spekulieren können. Wenn euch Guess the Rank gefällt, lasst super gerne einen Daumen nach oben da, es würde mich mega freuen. Und abonniert gerne meinen Kanal. Wir haben bald 130.000 Abonnenten, es fehlen nicht mehr allzu viele. Vielen lieben Dank für euren Support und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hol dir 6% Rabatt mit dem Gutscheincode ANYART bei Arware. Egal ob Credits, Items oder Drops. Bei Arware findest du auf jeden Fall etwas für dich. Jetzt checke also nach dieser Folge die Videobeschreibung. Viel Spaß. Erstes Gameplay, Som. Und den Teammate, den kenne ich. Der heißt Gloom Gloom oder Gloam Gloom. Und der ist, glaube ich, aus meinen Livestreams, wenn ich mich nicht täusche. Oh, da geht es AFK. Okay. Ja. Hoffentlich kommt er gleich noch irgendwie rein. Hier der erste Angriff jetzt von ihm. Bisschen nach, zu weit nach oben gesetzt. Hier aber schön hingegangen. Geht auf den Ceiling. Schafft ihn aber nicht, weil ich glaube, sein Teammate so ein bisschen ihn gestört hat bei der Aktion, glaube ich. Jetzt hier defensiv. Ja, das ist keine gute Aktion, da am Backboard zu stehen. Und das hat er nicht ganz clever gemacht. Hier ist er sich auch unsicher, fährt er raus oder nicht. Also ich möchte das Gameplay oder die Folge da wirklich nochmal nutzen, um wirklich gut und richtig zu überlegen, was das für Spieler sein könnten. Ich will also wirklich mich fokussieren auf die einzelnen Aktionen. Hier, der Boomer war jetzt nicht, hätte ein bisschen stärker sein können mit einem besseren Touch. Hier auch ein Double Commit, muss auch nicht sein. Ball ist zwar drin, alles gut, aber wenn es da hinten losgeht, ist der Ball wieder irgendwie, ja, bei denen eventuell drin. Aber aktuell 1:0 und das Gameplay wirkt auch relativ schnell. Also das ist normalerweise ein Gameplay, wo wir schon über Diamonds reden könnten. Auch da schöner Move, auch wenn es nicht gewinnbringend war. Fürs Auge natürlich ganz nett mal irgendwie. Ja, der Gegner verpasst den Ball. Oh, der Gloom geht da schön nach oben, geht da auf einen schönen Aerial. Lässt sich auch zerstören, der Gegner. Ist natürlich ein Problem, weil wenn es sich zerstören lässt, hat er meistens den Ball verfehlt. Und deswegen ist er schon der Ball an ihm vorbei. Und deswegen kann der Mate dann eben ihn zerstören. Also war es eher so ein Gegner-Fail und nicht unbedingt was Schönes vom eigentlichen Team. Ja, es ist schwierig, das einzuschätzen. Also ich würde anhand der Misses und der Aktionen, des Positionings, würde ich das Ganze in Richtung Diamond einstufen. Mechanics finde ich aber schon recht gut auf jeden Fall. Deswegen würde ich mich eventuell treffen auf einem Diamond 2 oder so. Auch da sehr schön. Das macht er halt schon gut. Was mich halt ein bisschen stört, sind einfach die Positionen, wo sie stehen. Das wirkt noch nicht immer so rund und die Double Commits. Das ist noch nicht ganz so clean. Aber von den Mechanics her und generell würde ich einfach mich einstufen auf Diamond 2. Machen wir so. Alles klar, kommen wir zur Auswertung. Som. Heißt er. Ich habe gesagt Diamond 2. Schreibt mir super gerne jetzt in die Kommentare, was ihr denkt. Habt ihr? Wunderbar. Der Som. Ist Platin 2. Also einen ganzen Rang niedriger, als ich eingeschätzt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, von den Mechanics her war das, glaube ich, schon besser als Platin 2. Vom Stellungsspiel, das wirkte noch nicht immer ganz so rund, aber Platin 2 finde ich für das Gameplay ein bisschen zu low, um ehrlich zu sein. Aber natürlich bin ich super auf eure kritische Meinung gespannt. Aber Platin 2 hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber von daher Respekt. Ich glaube, du kommst relativ schnell in Richtung Diamond, wenn du so weitermachst. Von daher Props. Nächstes Replay. Zweite Runde. Noxy ist cool, heißt er. Auch hier ein 2 vs. 2. Autodesign finde ich schon mal ganz komisch, mal wieder. Und das Gameplay wirkt sofort langsamer als die ersten. Sofort irgendwie nicht ganz so schnell von den Turns, von den Bewegungen her. Das war zwar ein schöner Flip, aber ist auch nicht gewinnbringend, weil wenn man flippt, wenn der Ball quasi eine Bewegung macht, hat man halt verloren, weil du kannst die Bewegung nicht mehr gut machen. Wenn du in den Flip reingehst und der Ball kommt auf dich zu, dann musst du den Flip erstmal zu Ende bringen. Ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, habe ich nicht richtig gesehen gerade das Tor, aber das wirkt auf jeden Fall nicht unbedingt
solide bis jetzt. Also hat auch ein paar Lags im Replay. Also ne, wenn man Connection-Probleme hat, dann hat man auch im Replay die Connection-Probleme. Die Gegner machen da halt ganz, ganz komischen Stuff. Also ich denke, wir treffen uns da bestimmt bei einem Gold 2 oder 1, würde ich jetzt mal grob schätzen. Kickoff auch nicht unbedingt gut. Jetzt hier irgendwie auf den Mid-Boost gehen. Es dauert natürlich unfassbar lange, um zurück zu sein. Hier ist der beide Boost. Den Mid-Boost hat er, hat noch fast vollen Boost und stealt den Corner-Boost. Was natürlich auch in der defensiven Aktion eventuell ein bisschen blöd hätte sein können. Also da fehlt noch ein bisschen, da fehlt Mechanics auf jeden Fall. Und da fehlt das Positioning, das Game-Sense-Gefühl. Also da würde ich mich relativ safe festlegen auf Gold 1 oder eventuell sogar noch Silber 3. Aber da fehlt noch einiges. Eieiei, aber, also nicht schlimm, nicht wertend gemeint, nicht negativ wertend gemeint, aber die Frage ist jetzt eben, wo stufe ich ihn ein, weil ich will ja auch richtig liegen. Zumindest 2 von 3 will ich noch erreichen heute. Das war eine schöne Recovery, hat er relativ schön gemacht. Ja, ins Dribbling kommt er auch nicht gut rein. Oh, ist sehr, sehr lucky, was die da für Bälle angeboten bekommen. Aber das Dribbling war auch nicht ganz so gut. 5 zu 1, schon heftige Ansage hier. Ja, also ich glaube, das könnte sogar noch Silber sein. Und deswegen sage ich Silber 3. Ich sage sonst normalerweise, okay, ich gehe trotzdem auf Gold 1. Aber nee, ich bleibe jetzt mal hart. Und ihr wollt eben auch, dass ich hart bewerte. Also sage ich Silber 3. Alles klar, kommen wir jetzt zum zweiten. Noxy ist cool. Ich habe gesagt Silber 3. Wobei ich auch denke, das könnte natürlich auch noch in Gold 1 bis 2 eventuell durchgehen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ich mal richtig liege mit einem Silber-Placement. Weil ich glaube, dass das habe ich noch nie niedrig. Tippe ich, glaube ich, nicht so gut. Naja, Noxy cool ist Gold 1. Ganz, ganz knapp daneben. Ich wollte ihm zuerst das Gold 1 noch geben, aber ich dachte mir, komm, ich will auch nicht. Das ist halt schade, dass ich jetzt daneben liege, weil ich einfach jetzt auf euch gehört habe und versucht habe, meine erste schlechtere Meinung zu nehmen. Ihr seid schuld, lieber Chat. Also, naja, schade drum. Wir machen weiter, aber ich denke, Gold 1 geht auch noch klar, finde ich. Letztes Replay von Snox. Ich denke mal nicht der echte Snox, also der von Minecraft, den man von früher vielleicht noch kennt, zumindest ich noch so ein bisschen. Ja, auch hier ein 2 vs 2 mit einem orangenen Fennec. Auch wild. Ja, 1 zu 0. Movement, ich konnte noch nicht allzu viel sehen gerade, um ehrlich zu sein. Da fehlt mir noch. Okay, er macht aber schon mal gute Kickoffs. Hat auch den diagonalen Flip schon mal drauf. Recovery mit dem Wave Dash, auch nicht schlecht, auch wenn der Wave Dash. Ja, ne? Hier auch schön hochgegangen, da nochmal schön mitgenommen, den Ball auf den Boost gehen. Hier jetzt auf den Aerial. Ach, das war der andere. Das war der Gegner, den er gebumpt hat von hinten, okay. Aber macht schöne diagonale Flips. Das ist auch wichtig. Das ist ein Learning, dass man erst am Anfang. Also erst irgendwann macht, wenn man Richtung Diamond denkt. Ja, ich denke, der erste war Platin, der zweite war Gold. Das wird wahrscheinlich das beste Gameplay sein. Ich gehe mal davon aus. Wobei ich aber auch denke, das erste Gameplay hat sich irgendwie smoother angefühlt, als das hier, um ehrlich zu sein. Von den Bewegungsabläufen her des Replays oder des Users. Wobei er sich ja schon auch gut hinstellt. Ja, auch das ist schön. Er macht schon viel. Es wirkt zwar alles ein bisschen wild, aber ich glaube, das sieht schon im Großen und Ganzen ganz gut aus. Die Frage natürlich trotzdem, Positioning kann ich da noch nicht viel bewerten, weil man hat noch nicht so viel gesehen. Es fallen halt zu viele Tore gerade irgendwie. Er geht nach hinten, turnt jetzt, macht er gut. Ja, wartet auf den nächsten Touch, nimmt den Ball mit nach oben. Was macht er jetzt? Geht auf den Dribbling, faked einmal kurz. Macht er schon gut? Ah, es ist schwierig. Also, ich denke, Champion auf keinen Fall, aber ich würde es auf jeden Fall auch nicht mehr Gold oder Platin sehen. Da ist sehr viel Warterei, aber die Gegner spielen auch extrem schlecht, oder? Auch im zweiten Replay. Also ich denke, das wird vielleicht Diamond 1 sein. Könnte aber auch noch Platin 3 sein. Aber ich.
es ist schwer. Es ist wirklich für mich schwer einzuschätzen. Aber ich würde da mal auf ein Diamond 1 gehen und hoffe, dass ich jetzt richtig liege. Wobei ich... Ach, Platin 3? Ich weiß es nicht genau. Ich wäre auf eure Meinung mal gespannt. Schreibt mir super gerne in den Chat auf jeden Fall. Also in die Kommentare. Entschuldigung, ich sage mal Chat. Es tut mir leid. Ja, okay, ich gebe ihm ein Diamond 1. Und wenn das Platin 3 ist, mache ich nie wieder eine Folge Guest Rank. Okay, kommen wir zum Snox. Ich habe gesagt, ja, Diamond 1. W, es ist noch Platin. Und W, ist es Gold oder Champion? Das wäre auch komisch. Naja, wir lösen auf. Der gute Snox ist Diamond 3 sogar. Also, ja, kann ich verstehen den Ansatz. Ja, verstehe ich, aber, ich konnte nicht so viel vom Positioning sehen. Das hat mich so ein bisschen gestört. Deswegen habe ich ein bisschen runter analysiert. Einfach, weil ich sehr, sehr wenig Stellungsspiel, Rotation sehen konnte in dem Gameplay. Es war schwer zu analysieren. Ja, die Mechanics waren schon gut, aber der erste war Platin, zweiter auch schon recht gute Mechanics. Deswegen kann man das da anhand dessen nicht so gut erkennen, sondern eher halt wirklich anhand des Game Sense und Stellungsspiel. Diamond 3 geht aber auch klar. Wer von euch lag komplett richtig? Gerne mal in den Chat, in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr auch mal mitmachen wollt bei Guess the Rank, einfach jetzt kurz zuhören. So könnt ihr mitmachen. Wenn du auch mal mitmachen möchtest bei Guess the Rank, dann mach einfach Folgendes. Check die Videobeschreibung ab. Da ist ein kleiner Absatz bezüglich, an welche E-Mail du alles senden musst, welchen Betreff, welchen Inhalt die E-Mail haben muss und welchen Anhang. Alles wirklich haarklein beschrieben, damit man auch wirklich nichts falsch machen kann. Aber eine kleine Neuerung von uns. Bitte füg einen RL-Tracker-Link mit dazu, damit wir sofort sehen können, dass du auch wirklich diesen Rang hast. Einfach auf die Seite gehen, dein Steam angeben oder PS4 oder Switch, Xbox, egal welche Plattform, angeben und den Link mit in die E-Mail packen. Das würde uns sehr freuen und einiges an Arbeit ersparen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, auf Wiedersehen, haut rein und Tschüssikowski! Give me your emotion.